Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen in Österreich in Spielberg mit dem Virus. Hallo Freunde, grüß euch in Österreich, Qualifying Regen. Ja, Wollingen, so richtig schön lässig. Und ab geht's. Oh, ich warte erst, vor mir sind drei oder vier Autos rausgefahren. Oha. Und da kommt noch was Pinkes und dahinter ein McLaren. Nee, ich warte noch. So, jetzt dürften die Gas geben und jetzt fahre ich raus. Ja, jawohl, orange Flügel, jawohl! Sehr nice, Alter, ich schaff's wieder. Honorar. Das ist ja Zeit. Oh ne, vor mir ist ein Ferrari rausgefahren, hoffentlich fährt er schnell. Chef! Yo! Ist das eine Scheiße, ganz still und stumm? Da reiß ich gleich das Ruder ganz blöd so rum. Rutsch, 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 am besten rutscht er die ganze Strecke. Man muss echt hier bei Regen auf der Ideallinie bleiben, sonst kannst du es echt vergessen. Jeff, geh mal etwas sanfter mit dem Sprechfunk um, du gehst mir nämlich gerade wieder voll auf das Regen. Komisch, bei mir meldet er sich gar nicht so oft, aber ist ja auch kein Wunder. Boah, bei Regen mit den Kurven, auch wenn es so leichter Regen ist, aber es ist schon nervig. Ja, jetzt der passende Zeitpunkt gefunden, um auf Fett zu stellen. Auf Max. Max Verstappen. Ja, den Witz, der ist immer gut. Ich bin erstmal noch auf Mager. Bei mir lohnt sich das noch nicht. Oh ja, er ist magersüchtig. Aber jetzt werde ich auf Verstappen stellen. Ja, ich scheiße auf meinen Frontflügel, Alter. Wenn dieser Strulli da vorne nicht in den Quark kommt, kann ich nichts für. Ah, grausame Tat und... Ja, machst nichts. Ist ja noch nichts verloren. Bremst doch einfach mal. Das ist so eine verkackte Bremst. Komm. Komm dabei, ey. Weil das ist ja echt... Ach, scheiße, verbremst. Einem Strulli hinten rein, Alter. Roten Spoiler. Jo, läuft, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Kannst ja mit den Reifen ruhig noch ein paar Runden fahren, weil im Rennen soll es ja wieder trocken sein. Da brauchst du die Reifen ja nicht mehr. All dieser Strulli da. Das Troll. Oh, gibt's doch nicht, ey. Ich hätte mich fast kaputt gefahren. Die Hemmelwurst, die Bottiwurst. Ja, die Mercedes-Würste. Wer hätte das gedacht? So schlecht war es ja dann anscheinend doch nicht. Mich wundert das gerade. Ne, von der Zeit her schaffe ich nicht. Ich muss noch mal eine schnelle machen. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde rein. Auf P6 nur? Ja, guck. Dann machen wir jetzt noch eine. Yo, Alter, das war ein Kickstart, ey. Immer schön auf der Ideallinie bleiben, dann geht das schon. Gar nicht so einfach, bitte. Ideallinie, hier kommen wir rum. Ja, 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 schön. Bin mal gespannt, wie viel mich der Raikön geschlagen hat. Also, ich muss so gucken. Beide 1,21, aber wie viel Zehntel? Ah, Buja. Boxenstopp.
Ist ja ein Krampf hier zu fahren, ey. Aber ich mag diese Höchstgeschwindigkeitsstrecke jetzt schon nicht mehr. Weil ich weiß, beim Start kriege ich wieder richtig auf die Fresse. Wow. Okay. Schau mal einer an. Weil hier ist die Start- und Zielgerade ein bisschen länger. Fährt er sich an der 1,18, Alter. Nee. Das ist ja noch lahmarschig so gesehen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Wenn es trocken ist, fahre ich eine 1,10. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ja, er ist ja nicht trocken. Nee, überhaupt nicht. Gut, dass es nicht in Strömen regnet. Ich habe zwar eine Zeit, aber ich fahre jetzt noch mal raus. Vielleicht kriege ich ja noch was Besseres hin. Na klar. Reifen muss der eh nicht schon, von daher alles gut. Vielleicht wirst du ja sogar noch besser wie Icke. Mehr kann ich mit der Karre nicht. Jo, dann schieb mal fleißig. Schieb den Camello zurück ins Meer. Kann bei mir noch passen. Gerade wo ich rein bin, kam mein Teamkollege gerade an. Der war diesmal früh draußen. Hier stelle ich schon mal auf Fett. Was ich gleich nur noch einmal drücken muss. Oh, wir sind live dabei. Ja, hier bei in der Fly Emirates Kurve ist immer kacke. Boah, was die Reifen hier für die Gischt aufwirbeln, da krass. Da sieht man auch schön, wenn man so mit diesem, wie nennt sich der hier, Live-TV-Übertragung hier guckt, wo die der trockene Streckendings ist und wo das Nasse ist. Man sieht immer ganz genau, dass der Virus immer durchs Nasse fährt. Jetzt schön rein, ja. Wow. Und jetzt mit Schwung wollte ich schon sagen, aber. Ich hatte 400. gute Zeit, ey. Mit dem scheiß Gras war dann wieder alles weg. Ja, kannst ja auch eine Runde fahren, wenn du genug Benzin hast. Jetzt kommt die Superkurve. Ja, gut gelöst. Na, hätte vielleicht ein bisschen schneller sein können. Ja. Aber nur weil es langsam aussah, muss es ja nicht langsam gewesen sein. Ja, ist noch alles im Bereich des. Na, sieht doch gar nicht mal schlecht aus.
könnte meine Zeit auch noch sogar. Jo, war sogar noch besser wie meine. Stop. Guck mal an. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Jo, Benzin alle. Dafür hat's gereicht. Ich bin auch mager, dann passt das auch. Siehst du, das ist das halt. Auf dieser Strecke kommt es halt dann wieder auf Geschwindigkeit so ein bisschen an. Da habe ich im letzten Sektor ein bisschen was liegen gelassen. Und allgemein. Wollen wir mal gucken, was sich in der einen Minute noch so tut. Oh, mein Teamkollege ist mal auf Platz 8 gefahren. Bautzi. Wenn es so bleiben sollte. Wie sieht's mein Teamkollege? Der ist noch nicht gefahren, der fährt erst jetzt. Ist das eine Flöte, ey. Na, no, was denn, wenn er noch Zeit hat? Er ist ja noch auf der fliegenden Runde, da ist das ja alles kein Thema. Auf der fliegenden, okay. Naja, die brauchen jetzt nur noch einmal über Start und Ziel und dann wird die Runde ja noch gewertet, die danach kam. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Wer ist hinter mir? Also, ne? Grosjean. Jo, oh, fährt mir noch hinten rein, der Depp. Platz 5. Kollision. Ja. Fick dich doch ins Knie, Alter. Wir haben die Kollision live gesehen und jetzt kriegt er noch 5 Plätze Gridstrafe wegen Kollision verursacht. What the fuck? Das Spiel hat dann eben alle Tasten im Schrank, ey. Ja, du warst da entweder zu lahm oder irgendwie was anderes, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob du noch Benzin hattest oder nicht. Der ist mir hinten reingezimmert und ich krieg eine Strafe dafür. Jo, läuft, ne, würde ich sagen. Ja, du warst da ziemlich langsam oder sowas. Irgendwie, was war da? Ich laufe nach kurz nach dem Ziel, nachdem ich den nochmal die Zeit geschlagen habe, laufe ich schon auf nur 80 km/h. Benzin leer. Ja, ja, dann ist ja kein Wunder. Dann musst du auch ein bisschen Platz machen. Hab ich ja. Ja, ich habe wieder den scheiß Anzeigebug. Jetzt müssen wir 2 Minuten wieder warten. Kehr. Ja gut, aber heißt ja nichts. Das ist ja ziemlich lange gerade da. Da ist das ja. Da könnt ihr euch ja wieder schön dann. Dürftest du hinter Vettel starten, das geht noch. Na, dieser scheiß Zuschaueranzeige-Bug da, das nervt. Aber im ersten und dritten Sektor war ich schneller wie du. Naja. Ich sag ja, die Strecke ist halt die, wo man halt Geschwindigkeit auch braucht. Zweite Sektor ist halt der Kurvensektor, da ist das dann wieder anders, aber erste und dritte, das ist ja da mit dem Speed. Deswegen jetzt einfach mal abwarten und hoffen, dass wir das gut wegkommen und dann geht das noch. Jetzt 20 Sekunden noch, ja dann. Gucken, wo sich der Perez noch einquartiert gleich. Der Perez ist 11. im Moment. Bei mir steht Platzierung. Ja. Du sollst ja nicht nach Platzierung gucken, sondern nach dem anderen. Jo, er ist sogar hinter meinem Teamkollegen jetzt noch. Guck mal an. Ist ja mal ein Wunder, dass dein Teamkollege schlechter ist wie meiner. So weit gibt's noch.
Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war's vom verregnerischen Qualifying. Wir sehen uns im Rennen wieder. Macht's gut. Ciao mit V. We'll be right back.